Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen in meinem ersten Video im neuen Jahr. Es geht heute wieder mal um Frühling, es geht um eine frische Idee, es kommen Tulpen ins Spiel, so richtig schöne, und es kommen auch wieder Körbe ins Spiel. Ja, und ich durfte in einem wunderschönen Garten vor Weihnachten Efeu schneiden. Ich fand diesen Garten so schön. Ich habe dann einfach zu der Dame gesagt, darf ich da mal filmen, weil das war so ein Garten mit Plätzen. Ich liebe Garten mit Plätzen, und da zeige ich euch mal diesen schönen Garten und dann zeige ich euch auch noch mal ein paar Weihnachtssträuße. Wir hatten natürlich zu Weihnachten, wir haben auch viel Efeu gebraucht, ja, deswegen war ich in diesem Garten, und wir haben auch viel Sträuße gehabt und wir hatten viele so liebe, so tolle, nette Kunden, und wir haben auch so viele tolle YouTuber. So, Weihnachten naht und wir binden viele, viele Sträuße und wir brauchen auch viel Efeu. Und ich habe ja immer beste Kontakte und ich durfte hier in diesem wunderschönen Garten natürlich ganz achtsam und vorsichtig auch ein bisschen Efeu schneiden. Ich bin hier in der Weingegend und Floristen sind also auch sonntags aktiv. Und ich muss euch diesen tollen Garten zeigen, weil hier sind dann schon die kleinen Hornveilchen an der Treppe. Und in diesen schönen Gefäßen sind ganz tolle Christrosen. Ich bin ja eh Christrosen-Fan. Das nächste ist so schön mit Zweigen ausgesteckt. Dahinter noch ein Christrosengefäß. Das ist also ganz malerisch gemacht. Und dann gehen wir mal in diesen wunderschönen Garten. Und hier sind auch neben den schön mit herbstlichen Eriken gepflanzt, die Bergenien. Wer Blumensträuße gerne bindet, liebt auch Bergenien. Ich liebe sie auch. Ich finde sie ganz, ganz toll. Und hier gibt es so viele schöne Plätze. Und neben diesen schönen, das sind Reiher, ja, neben diesen hübschen Reihern ist also ein ganz toller Platz mit diesen Gusseisengartenmöbeln. Wieder die Christrose, und was ich ganz toll finde, und obwohl alles wunderschön gefegt ist und ganz toll gepflegt, ist hier ein ganz toller Laubhaufen für die Igel und für die Tiere. Also es ist wirklich jemand mit Herz, der auch an die Tiere denkt. Es sind noch die Pflanzen eingepackt für den Winter. Und das Thema Plätze wiederholt sich hier auch, weil hier gibt es noch einen schönen Platz. Es gibt also, und die Töpfe verraten, dass hier im Sommer alles prächtig blüht und explodiert, und ich musste euch diesen hübschen Garten, und hier geht's noch mal weiter zum nächsten Platz, diesen hübschen Garten, den musste ich euch einfach mal zeigen, weil ich finde, hier könnte man sich gerade hinsetzen und könnte sich ein Tässchen Tee nehmen und einfach das Leben genießen. Die Seele wohnt im Garten, oder? Und deswegen möchte ich mich erstmal bei euch
bedanken für dieses tolle, tolle Jahr. Und ich möchte euch erstmal alles, alles, alles Gute für das neue Jahr wünschen. Ich wünsche euch vor allem Gesundheit. Ich wünsche euch, dass ihr viel Spaß und Freude habt bei allen Sachen, die ihr macht, ja, und bei allen, ich sage mal, auch in der Natur, die Suche nach Materialien und einfach, dass ihr mit Frohsinn und mit Freude und mit, ich glaube, Unverdrossenheit ist auch immer richtig schön, durch dieses Jahr gehen könnt. Und ich freue mich auf das Jahr mit euch zusammen. Ja, und was ich euch unbedingt noch zeigen wollte, ich bin jetzt hier vorne an meinem Schaufenster. Wir haben Weihnachten alles rausgeräumt. Ich hatte auch Urlaub und wir haben am ersten Urlaubstag erstmal den Keller aufgeräumt. Also wir haben ziemlich viel gemacht und wir haben ziemlich viel einfach raus. Und dann haben wir natürlich auch alles, was Weihnachten war, alles aus dem Laden raus. Hier ist alles frisch. Das Schaufenster, das ist jetzt alles umgeräumt und hier gibt's so richtig toll, also was ich ganz schön finde, diese kleinen Laternen, die hatten wir ja an Weihnachten mit so einem Mooskränzchen. Die haben auch ein paar von euch bestellt, haben wir die bestückt. Und jetzt haben wir die mit so einer schönen senfgelben Weide, einfach nur mit einem Weidenkränzchen und mit diesem kleinen Seil. Und dann das Teelicht anzünden da drin, da passt auch ein Maxi-Teelicht rein. Und so haben wir diese schönen Laternen jetzt einfach für den Frühling umdekoriert. Und die habe ich ja noch in groß und in klein. Ja, hier ist auch die Laterne. Ja, und unser heutiges Video, das geht jetzt eigentlich um diese Körbe, diese schöne Idee. Da zeige ich euch eine tolle Idee, was man in diesem Korb so schön dekorieren kann. Ich meine, man kann den auch zu Hause hinstellen, ein paar tolle Decken reinmachen. Das ist ja eigentlich auch schon schön kuschelig. Aber ich wollte den gern frühlingsmäßig, blumig dekorieren. Und man sieht auch schon, was das für ein großer Korb ist. Das ist jetzt allerdings nur der kleine. Der große ist hinter mir. Das ist der größere. Den zeige ich euch auch nochmal. So, Moment. Das ist der große Korb. Und einige von euch wollten ja auch schon Körbe versendet bekommen. Bei Interesse bitte eine E-Mail an youtube@flowerstyle.de oder ein WhatsApp an meine Ladennummer WhatsApp. Das ist die 06174259 0001, und dann kann ich mehr Informationen geben. Gibt auch nur eine limitierte Anzahl von diesen tollen Körben. Die bekomme ich auch nicht unendlich. Das sind irgendwie so echte Raritäten und ich liebe sie, ja. Ich mag dicke Gläser, ich mag dicke Körbe. Ich habe einen Faible für so, ja, handfeste Sachen und mit denen kann man dann auch wunderschön dekorieren. Ja, die eine Sache ist natürlich, man könnte auch mit Frühlingsblühen was machen in so einem Korb. Allerdings ist natürlich jetzt so ein Frühlingsblüher, ja, da braucht man ein paar. Ich zeige euch heute eine Idee mit Frischblumen, wie man diesen Korb toll dekorieren kann. Und jetzt geht's erstmal in den Arbeitsbereich und da geht's weiter mit der Idee. Bis gleich. So, los geht's mit der frischen Idee. Also Tulpen fand ich im Frühling sind ja ein absolutes Muss. Naja, wir haben jetzt Winter. Man mag sich auch wundern, wenn ich sage Frühling, aber im Blumenladen kommt nach Weihnachten Frühling, weil klar, es will ja keiner mehr die nadligen, dieses Nadelgrün. Und deswegen ist es bei uns ein bisschen anders. Ich habe jetzt diesen Korb genommen, nur damit ihr mal so eine Vorstellung bekommt von der Größe her. Guck ich mal, also der ist jetzt schon nicht so klein, weil der hat 37 cm Durchmesser und ist 28 hoch. Also der ist schon, hat schon eine schöne Größe und ich möchte gerne, ich möchte diesen Korb gern toll dekorieren, frühlingsmäßig, aber ich möchte gerne mischen, dass Sachen haltbar sind, die ich lassen kann und dass ich einfach was Frisches dazwischen mache. Um das so zu machen, habe ich jetzt eine Dose genommen. Ja, das ist so eine große Konservendose. Die sind immer super brauchbar. Das sind jetzt Dosen, die wir selber gestrichen haben. Und die kann man ganz toll auch als Vasen verwenden. Und diese Dose, die setze ich jetzt einfach in meinen Korb.
in die Mitte rein. Und damit die nicht, ja, damit die schön fixiert ist, die soll natürlich nicht, nicht so beweglich sein, habe ich Trockensteckmasse. Trockensteckmasse, hier kann man bei Floristik24 kaufen, gibt so diese Ziegel. Die ist, saugt natürlich kein Wasser, deswegen Trockensteckmasse. Und ich habe hier so Klötzchen geschnitten, das habe ich vor dem Video gemacht, weil das ist so eine kleine Geräuschbelästigung, die wollte ich euch nicht antun. Ich habe so Klötzchen geschnitten und mache diese Klötzchen, so, fixiere damit diese Dose in dem Korb. So, ich fixiere die Dose mit 4 Klötzchen in dem Korb und ich war mal wieder unterwegs in einem schönen Garten. Und was habe ich da gemacht natürlich, wie ich euch jedes Jahr so erzähle? Ich habe den Chinaschilf geschnitten. Und das ist ja immer so eine Tätigkeit. Ja, der Chinaschilf, viele von euch lassen den ja leider im Grünmüll verschwinden. Ich mag das nicht. Und der war jetzt sogar heute Morgen unterm Schnee. Der ist auch noch ein bisschen nass. Aber es ist jetzt Januar, Februar und da muss dieser Chinaschilf natürlich jetzt dann geschnitten werden. Ich überlege nochmal, wie hoch ich das... Ich hätte den Chinaschilf gern so hoch, dass der so an der Korbkante gerade so ein bisschen drüber guckt. Und jetzt schneide ich den da zurecht und dann fülle ich meinen Korb damit. Und schön ist, dass ich diese Lücken jetzt habe. Da kann ich ja wunderbar meine Chinaschilfhalme reinstellen. Sieht so eigentlich schon, ja, schon dekorativ aus. Ich finde es gar nicht schlecht. So, jetzt muss ich natürlich eine ähnliche Länge nochmal hinkriegen. Das ist so ein Video wie aus alt nach neu. Das haben auch ein paar von euch schon gesagt, oh, jetzt habe ich mein Chinaschilf schon entsorgt. Ihr wisst jetzt einfach, was ihr für nächstes Jahr machen könnt. Und der ist natürlich so wunderbar dekorativ. So, solange ich jetzt noch gut an diese Dose drankomme, das wird nämlich nicht ewig der Fall sein, werde ich jetzt die Dose nochmal mit Wasser füllen und da, damit die Steckmasse richtig schön im Wasser steht, weil ich möchte natürlich auch für meine Tulpen und für mein Grün eine gute Wasserversorgung haben. So, die Dose ist jetzt etwa halb voll mit Wasser. Das ist wunderbar. Dann habe ich des Weiteren, ich war heute Morgen schwer unterwegs in Sachen YouTube und nachdem ich mich jetzt so lange zurückgelehnt habe, habe ich gedacht, heute muss mal wieder eine richtig schöne Idee her. Da habe ich Flechtenzweige geschnitten. Ihr wisst ja, die liebe ich ja heiß und innig. Und diese Flechtenzweige sind jetzt natürlich ein bisschen zu lang. Die stecke ich einfach zwischen mein Chinaschilf und mache damit, und damit sieht es auch so natürlich aus, ja, mit Zweigen und mit diesem schönen Grün. Und ich habe ja auch diese Klötzchen von der Trockensteckmasse und da kann ich einfach die Zweige auch in die Klötzchen reinstecken. Ja, da habe ich auch einen schönen Anker. So, mache ich einfach in die Mitte auch noch ein paar Zweige. Und ich habe auch noch ein schönes, ein ganz tolles Grün mitgebracht. Und zwar, das ist ein runder Buchs. Ja, der hat so runde Blättchen. Und das ist natürlich jetzt super, um das Ganze schön auszugrünen. Und da brauche ich auch überhaupt nicht viel. Und den Buchs, damit er auch schön, ja, grün und frisch bleibt und knackig, stecke ich den Grün auch in die Steckmasse, stecke ich den Buchs auch in die Steckmasse rein. Bin noch nicht so ganz im YouTube-Modus angekommen. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt lang Urlaub gemacht, habe auch lange nichts mehr gezeigt. Aber ich bemühe mich. Und ja, interessanterweise braucht man überhaupt nicht, man braucht gar nicht viel Material, wenn man das Material gut positioniert. Ist da wirklich nicht viel nötig, weil ich kann euch mal zeigen, ich habe hier von dem Buchs noch viel mehr mitgebracht. So viel brauche ich überhaupt nicht. Ja, es ist sehr, sehr materialsparend tatsächlich, diese Arbeit.
Man kann jetzt also auch noch ein bisschen zweigen. So, die Zweige hier reinstecken. Sie sorgen natürlich für so ein schönes Leben in dieser Arbeit. Und jetzt kommen wir endlich zu den Tulpen. Also das Schöne an dieser Arbeit ist tatsächlich, dass diese China-Schilf nicht im Wasser steht. Weil wenn der jetzt im Wasser stehen würde, dann würde der ziemlich schnell schlecht werden und das Wasser fängt an zu riechen. Und genau das wollte ich vermeiden. Und deswegen habe ich den China-Schilf nicht ins Wasser gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier kommen wir auch schon zu unserem Frische-Kick von der Arbeit, zu den Tulpen. Ich wollte euch übrigens an einem anderen Beispiel nur mal so zwischendurch zeigen, wie schön das ist, wenn man Seidenblumen mit frischen Materialien mischt. Hier haben wir so ein kleines Herz, ja, das ist so ein Herz für den Friedhof. Und da haben wir Seidenranunkel mit Thuja, also mit echter Thuja, Seidenranunkel, ein bisschen Efeu, ein bisschen Korkenzieher-Haselnuss und dieses Herz, ich hoffe, das kommt im Video auch genug rüber, ja, diese Blüten, die wirken so echt und es sind natürliche Materialien drin, es sind aber auch ein paar künstliche. Das heißt, was ich damit jetzt sagen will, wenn jemand schöne weiße Kunsttulpen zu Hause hat zum Beispiel oder auch farbige natürlich, der kann das natürlich auch dazwischen machen. Und dadurch, dass hier so viel Natur drin ist, wirken diese Tulpen wahrscheinlich wie echt. Und kein Mensch sieht, dass die unecht sind. Ich mache es jetzt tatsächlich mit echten Tulpen, weil ich wollte euch schon gern eine echte Frühlingsarbeit zeigen. Aber ich glaube, dass ich gar nicht so viele Tulpen brauche für die Arbeit. Ja, ich stecke die Tulpen in die Steckmasse. Die haben ja dadurch die Wasserversorgung. Der Korb braucht nicht viele. Also du kannst dir wirklich so ein 10er Bündchen Tulpen kannst du dir kaufen. Schöne Flechtenzweige, dein China-Schilf. Man kann auch optional natürlich eine Efeu-Ranke um die Arbeit drumherum legen. So, aber jetzt höre ich auf, tatsächlich. Und ich finde, dass es jetzt so ein richtig toller Frühlingskorb ist. Und man sieht wieder, wie im Strauß auch das Begleitmaterial, die Deko, macht so viel Stimmung, dass eigentlich die Tulpen dadurch wirklich zur Königin avancieren. Das Ganze jetzt bei mir ins Schaufenster gestellt, neben den anderen Körben. Und so eine kleine Variation. Ich finde, das sieht jetzt schon richtig cool aus. So eine kleine Variation habe ich dann doch noch dazu. Also ich bin immer nicht dafür, zu früh mit den Jahreszeiten anzufangen. Aber ich habe gedacht, was eigentlich schon ganz schön wäre, wären noch so ein paar Perlhuhnfedern, die da so lässig mit drin sitzen. Ja, das so als kleine Deko. Ich finde auch, sie brauchen keine Farben. Ja, ich würde jetzt wirklich nur diese natürliche Farbe belassen, aber da so ein paar Federchen, so ganz dezent. Ja, das war meine heutige Deko-Idee. Das war der Start ins Jahr. Gibt bestimmt noch viele Tulpen-Ideen, gibt viele Frühlingsideen. Ich habe auch bestimmt noch schöne Sachen mit Birke. Also es gibt auch tolle Videos von den Vorjahren, wo ich viele, viele Ideen hatte mit Natur und Blüte kombiniert. Ich blende euch immer mal wieder ein paar Videolinks ein und ich freue mich auch heute, dass ihr wieder dabei wart und wünsche euch super viel Spaß beim Nachmachen, beim Suchen der Materialien und ich sage euch einfach alles Liebe und alles, alles Gute und bis bald von eurer Margit. Tschüss!